Was nicht scheiße war, eine wunderschöne Überleitung von mir, ist Danke. Frank Turner Interview mit dem glorreichsten Künstler für mich von allen Zeiten. Ich liebe ihn abgöttisch fest. Und wie fest ich ihn liebe, das seht ihr jetzt im Interview mit ihm. Yes. Gut, voilà. Herzlich willkommen. Ich bin zusammen mit Frank Turner und der hat mir jetzt gerade verraten, dass sie heute Abend ein Lied werden singen auf Schweizerdeutsch. So, you're singing a song tonight on Swiss German? Yeah, I am, indeed. I have to trust you that you're saying nice things when you're speaking I would never Swiss say German. Anything mean about you, Frank. Okay. Yeah, I'm going to try and sing a song in Swiss German tonight. Somebody translated it for me and I'm going to give it a go. I can't promise it's going to be any good, but it's, you know, it's the taking part. Yeah, that and it's an effort that you're making that not a lot of other people would say. So. Well, it's a little thing. I always try and do little things because I mean, as an audience member, I always hated that thing when you get the impression that the band's just kind of they're just like playing to like a screen and not like actual people that are here to listen to you and all. Right, and it's just kind of like hello London, Paris, Berlin, wherever the hell we are, or Switzerland. It's like the people just say the country and not the actual town. Right, that's the worst thing. Yeah, and so I think it's kind of cool to like try and even if it's just to learn a couple of words or something, just to kind of demonstrate to people that you're kind of self-conscious and aware. You know where you are, yeah, actually. Yeah. Cool, also eben, er spielt das, er kann nicht garantieren, dass es absolut super wird, aber er gibt es ja schon in mir, weil er findet es voll scheiße, wenn so eine Band dort ist und eigentlich du gar nicht merkst, dass sie wissen, dass sie eigentlich in dem Land sind, wo sie eigentlich sind. Aber er spielt auch seine 1602. Show heute Abend, von dem her Gratulation mal für das. So you're playing your 1602nd show tonight? That's good. Yes, that's good. Excellent response. Hey, that's how I roll, Frank. But congratulations to that one. Yeah, well, thank you. Wicked. Yeah, I mean, it's kind of, in some ways, it doesn't matter. Do you know what I mean? Yeah. And like, but like, so for example, I have a tattoo down here somewhere. It says 1001, yeah. Which I got done because we had my 1000th show and we threw a bit of a party for it and all my friends came down. But I thought the 1001st one was more important to commemorate. It's like not the normal 1000th one. It's like the one more after. Yeah, well, it just sort of implies that you're going to keep going. Do you know what I mean? And like that it's not a full stop in any way. So it was kind of cool to roll over to 1600, and I'm sure we'll hit 2000 sooner or later. But you know, none of this sort of is any implication that I'm slowing down in any way. Hopefully not. But it's a good thing of that. What do you do like 1,602 times? I'm like, it's just like, it's such a weird number. It is a kind of strange thing to think that I've said, like, good evening, my name's Frank Turner, 1,602 times. That's a strange thing to That's think. A really weird thing. Yeah. Also eben, der Herr spielt das jetzt abig und er hat dann übrigens ein Tattoo für die 1001. Show gemacht. Nicht die 1000. weil dort haben sie einfach gefeiert und so. Aber eben, es ist eigentlich, er zeigt somit so, dass er nicht aufhört, dass er weiterhin Gas gibt. Und dann habe ich eben so gefunden, wer macht schon etwas 1602 Mal? Völlig absurd. Und dann hat er eben gesagt, er hat jetzt schon seinen Namen, hi, mein Name ist Frank Turner, schon 1602 Mal gesagt. Völlig absurd. I just really like that. That's a really weird number. Like, yeah, really it's a strange awkward. One. But you're always on the road. I keep talking about the road, but you're always on the road. When do you ever take a holiday off or something? Well, I took a holiday this year and so I went on tour for 2 weeks holiday. With a different band. Yeah. I took a holiday 2 years ago. Mm-hmm. Yeah, and I walked the South Downs Way, which is a coastal path in the UK. Yeah. I don't really like staying still very much. It doesn't make me feel good, so I like moving. Yeah, you're constantly on the move. You've always got, I mean, also with Mongol Horde, you also like brought on, you were working yeah, there as well. Yeah, that was my holiday, was Mongol Horde. Well, yeah, I was going to say so. Yeah, so that was 10 days on the road, so it was so fun. Why can't you stay still? I don't know, itchy feet. Like Got I just, me. I've kind of always been like this. I mean, like, my parents shipped me off to like a boarding school when I was 8 years old, and I stopped giving a shit about where I live when I was 8. So that's how Frank Turner rolls. Yeah, or something like walks. That. In that kind of perspective. Or just gets on a tour bus. Der Herr, ich habe gefragt, eben, Mann, Alter, du bist konstant am Schaffen. Wann nimmst du mal Ferien? Und danach hat er so gefunden. Ich habe vor 2 Jahren mal Ferien genossen, ich mit dem Mongol Horde sein Nebenprojekt auf Tour gegangen. Das war seine Art Ferien gewesen. Aber eben, er tut nicht gerne still sitzen. Er muss immer etwas machen. Vor allem seine Eltern haben ihn, als er klein war, auf ein Internat geschickt, Boarding School. Und dann hat es ihn einfach nicht mehr so interessiert, wo er wohnt. Und seitdem ist er einfach konstant auf Tour. Warte, ich bin schon ein bisschen verliebt im Fall.
Wir können jetzt streiten, wer mehr verliebt ist von uns, aber du, lassen wir das. Das ist völlig uninteressant. Ja, das kleidet mir zwei. Er ist der beste Mensch der Welt. Hey, wirklich? So ziemlich. Nach dir natürlich. Oh. Und immer wieder sehr sympathisch. Und er ist auch so ein Typ, wo es mir nicht langweilig wird, ihm zuzuhören. Und ich habe auch das Gefühl, er ist nicht so der Typ, der Musiker, der diese 0815-Fragen beantwortet. Überhaupt nicht. So. Sondern er redet einfach, erzählt irgendwie, dass er gewandert ist in England und so. Und ist so, cool story. Ja. Ich vergötter ihn wirklich, seine Musik ist genial, 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 genial. Und ich bin so nervös vor dem Interview. Ich musste eine Anmodi machen. Und die Anmodi, wie ihr auf choice.ch festivals ich sage jetzt nicht mehr dazu, aber ich bin abstrus nervös bei ihm. Wirklich. Du hast ihn auch gesehen. Ja, den Teil verstehe ich nicht so ganz, aber gut, ich meine, wenn du... Look, ich habe ihn noch nie gesehen. Darf ich mal was sagen? So Fragen so als relativ heterosexueller Mann. Findest du ihn attraktiv auch oder bist du einfach nur Fangirl? Look, ich mag auch einfach Bert. Ich bin einfach so, ich mag Bert. Nicht den Bert, sondern nicht einfach Bert. Ihn mag ich auch. Und wenn er einen Bart hätte, würde er noch mehr mögen. Bert plus Bart wäre awesome. That's aber right. Nein, ich mag einfach Bert. Und ja, ich mag ihn einfach sehr, sehr fest. Seine Musik ist awesome. Er ist ein wunderschöner Mensch und ja, ich habe ihn sehr gerne.